eine harmlose Warnung für Sie alle. Wir haben in den Archiven herumgestöbert und haben von fast allen ganz, ganz hinreißende Aufnahmen gefunden aus einem anderen Leben. Im Falle von... Oha. Und da hat einer schon ein bisschen grimmen, ja? Vorfreude. Vorfreude. Ich habe auch große Vorfreude. Da auf muss ich auch sagen, es sind alle schön, aber ihr ist am schönsten, am originellsten, ja, sagen wir mal so. Absolut. Bei Moritz ist es eine hinreißende Aufnahme aus einer Serie, aus einer Kinderserie. Ah, und wenn es nicht da irgendetwas gab, was uns entgangen ist, war das die allererste Rolle von Moritz Bleibtreu. Vielleicht können Sie uns dann ein bisschen erzählen und erklären. Wir sehen diese Szene. Es waren wirklich alle hier im Studio gesagt, süß. Ja? Neues aus Uhlenbusch und das war, glaube ich, 1982. Ja, ich glaube, ich muss so 8 gewesen sein oder so. 9 heißt es. Hans-Peter Korff, das ist der Onkel Heini, ne? Mhm. Genau, der war mein damaliger Stiefvater, meine Mutter und er waren damals verheiratet. Und der hat mich am Tisch gefragt beim Essen, ob ich nicht Bock hätte, diese Rolle zu spielen. Und ich sehe noch, wie meine Mutter so... Und in dem Moment, ich so, ja, 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 ja. Und dann musste sie mich das quasi machen lassen, obwohl sie das überhaupt nicht wollte. Warum eigentlich? Weil meine Schauspielerin, Monika Bleibtreu, große Schauspielerin, unvergessene. Vielleicht auch teilweise deswegen, weil die einfach nicht wollte, dass ich als Kind... auf so eine, wie sagt man, naive Art und Weise mit diesem Beruf in Berührung komme. Die wollte einfach, dass ich das lerne und die wollte, dass ich... Die fand das nicht gut. Mhm. Gar nicht gut. Aber sie konnte halt nicht mehr Nein sagen. Aber das Krasse ist, ich erinnere mich, wie sagt man das, so an meinen Sohn. Wirklich? Unglaublich. Ich habe das 100 Jahre nicht gesehen. Das ist wahr. Der jetzt 9 ist? Der jetzt 9 ist. Der ungefähr genauso alt ist. Und was würde der Papa Bleibtreu sagen, wenn jemand sagen würde, komm, ich habe eine Rolle für dich? Was Ähnliches. Also klar, wenn der jetzt wahnsinnig Bock drauf hätte und ich würde merken, das ist wirklich echt und das ist wirklich, der will spielen, dann würde ich sagen, ja, aber das ist momentan noch nicht so. Mhm. Der ist dabei, sich zu finden und der soll alles machen, was ihn glücklich macht. Und wenn es dann irgendwann mal spielen ist, dann das, wenn nicht, dann nicht. Aber ich glaube, was bei Ihnen auffällt, ist, Sie wirken da so, als hätten Sie nie etwas anderes gemacht. Also Sie hätten so eine, strahlen so eine Vertrautheit mit dem Medium aus. Das ist wirklich erstaunlich. Ich kann immer nur sagen, für mich war der Beruf wie eine Art Schicksal. Ich habe nie was anderes gewollt, mir nie was anderes gewünscht. Ich wusste immer, ich werde irgendwann Schauspieler. Ist nur die Frage, wie? Wie mache ich das? Ne? Ich wollte immer ein Filmschauspieler sein. Aber damals gab es das ja gar nicht. In meiner Kindheit und Jugend gab es ja eigentlich wirklich nur das Theater. Und das war auch meine Ambition dann, wenn man so will. Aber ich wollte eigentlich immer zum Film. Das war nur halt ein Traum, der war unrealistisch, weil es gab damals keine wirklich, also nur sehr wenig deutsche Filme. Mein Horizont, der bestand aus Tatort und Ein Fall für zwei. Mhm. Ich habe gesagt, wenn ich da mal irgendwann eine Hauptrolle spielen darf, eine Episodenhauptrolle, habe ich es geschafft. Und dann haben Sie gesagt, Sie wollen nicht mehr Fernsehen machen, sondern nur noch Film. Also Sie haben es dann verschmäht. Ja, aber nicht, aber nicht aus Abneigung dem Fernsehen gegenüber, sondern aus Leidenschaft und Liebe dem Kino gegenüber. Für den Film. Sie haben gerade gesagt, Ihre Mutter war gar nicht so begeistert am Anfang. Nee. Waren Sie denn immer begeistert von Ihrer Mutter oder war Ihnen Ihre Mutter manchmal ein bisschen peinlich? Ich weiß, worauf du anspielst, Giovanni. Ja, ja. Nee, doch, meine Mutter hatte eine sehr wilde Phase. Meine Mutter hat damals eine Phase gehabt, wo sie mit dem staatlichen Theater gebrochen hat und gesagt hat, ich will mit diesem ganzen Subventionierkram nicht mehr zu tun haben und hat eine freie Gruppe gegründet. Genau. Ja, aber das war ja schon, da war sie ja wieder ganz, das waren ja quasi die letzten Jahre, wo sie sich noch mal dazu entschlossen hat, eben doch mal wieder mitzumachen und nicht alles scheiße zu finden. Ja? aber sie hat und wie war die andere Phase? Die war dann doch mit 12,5 ist das schon anstrengend, wenn man irgendwie, ja, meine Mutter hatte halt damals so die Schläfen ausrasiert, ne? Gefärbte Haare, hat eine Produktionsfirma gegründet, damals eine eigene, die hieß die Hulks. Sah sie aus wie Scooter, nach dem Incredible so Hulk. Das ist brav dagegen, um ehrlich zu sein. Das ist nicht. Das stimmt. Nein, man hat sich dran. Du kannst dir heute gar nicht mehr so schockieren, wie meine Mutter damals schockiert hat. Das geht gar nicht mehr, weil dafür sind die Mittel gar nicht mehr. Ich weiß nicht, was du machen müsstest, um so aufzufallen, wie meine Mutter das damals gemacht hat. Wer hat gesagt, das Einzige, womit man heute noch schockieren kann, ist Langeweile? Das ist doch irgendwie. Ich weiß es nicht. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen wahr. Die war mir schon damals auch mal manchmal ein bisschen peinlich, wäre zu viel gesagt, unangenehm. Aber ich habe das gelernt, sehr zu umarmen und liebe das heute umso mehr. Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Sohn jetzt auch manchmal den Papa peinlich findet? Müsste ich ihn mal fragen, aber ich glaube nicht. Nee. Ich bin das ist eine Erfahrung, die man leider früher oder später macht.
Ja, weiß ich gar nicht so sehr. Ich meine, ich komme natürlich auch aus eigener Erfahrung. Ich komme natürlich aus der denkbar kleinsten Familie. Also ich bin Einzelkind, ne, mit meiner Mama alleine groß geworden. Das heißt, eine bestimmte Nähe zu dem Beruf und auch zu den Verrücktheiten, die der Beruf mit sich bringt, so, die war gar nicht, das musste so sein. Ich bin halt auf Probebühnen groß geworden und in Kantinen groß geworden. Weil sie immer mitgenommen hat. Es ging gar nicht anders. Mhm. Aber Giovanni, was findet denn deine Tochter peinlich bei dir? Alles, was irgendwie so aus der Norm fällt. Ja, ich finde, dass Kinder wahnsinnige Konformisten sind. Total. Wenn der Papa singt, was ich schon verstehen kann, weil ich überhaupt nicht singen kann. Aber das ist nicht das, weil ich so falsch singe, sondern damit, weil es den anderen auffallen könnte. Oder eine Pudelmütze, die lustig aussieht. Oder war es der Moment, wo Sie doppelt gewählt haben? Auch das? Nein, das hat sie Gott sei Dank noch nicht mitbekommen. Tut mir leid. Nee, eher, das sind eher den so Fragen. Den muss man aufhalten heute. Ja, richtig. Wir haben ja noch 2 Stunden Zeit, um sie behalten zu zeigen. Genau. Es sind alle Sachen, die so ein bisschen aus der Reihe. Wir wissen, wie es Ihnen geht, Lars. Sie sind ja auch Vater. Ich bin auch Vater, ja. Nee, es ist tatsächlich... Ich kann es teilen. Also meine Tochter findet mich auch so, zum Beispiel, wenn ich Text lerne, sagt sie immer so, mach doch nicht immer die Stimme so tief, du machst immer so eine Schauspielerstimme, du sprichst doch sonst viel schöner. Also die kritisiert mich auch so als Schauspieler und findet mich da auch, glaube ich, teilweise peinlich. Ja. Mm. Aber das ist vielleicht nicht die aber Einzige. Denn, das ja. liegt auch irgendwie in der Natur des Berufes. Aber es ist wirklich verblüffend, also. Ich muss es auch noch mal sagen. Es war wirklich, ich fand es wirklich beeindruckend, war gut. Wie Moritz da, also auch. Wie du da wirkst. Du warst doch nie wieder besser. Austausch von Nettigkeit schon in den ersten Minuten. Nee, bei mir war das genauso, dass ich so, ich mag so Kinder am Set eigentlich nicht. Mir tut das immer irrsinnig leid und ich denke dann so, Mann, warum, die gehören doch eigentlich auf den Spielplatz und nicht an den Drehort, ja. Und dann bin ich aber bei meiner Tochter selbst jetzt in die Verlegenheit gekommen, dass die ein Casting gemacht hat und das auch gewonnen hat und so. Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich immer dachte, ja, mach das doch, ja, das ist doch eine super Chance und habe dann aber irgendwie gespürt, dass sie sich da so ein bisschen gegen wehrt. Und dann habe ich mir auch die Castingbände angeguckt und hatte so das Gefühl, sie fühlt sich eigentlich gar nicht so richtig wohl. Also sie fühlt sich auch so wahnsinnig unter Druck gesetzt, ja, und will dann auch so bestehen. Und das war so eins der ersten Zitate meiner Tochter auf die Frage hin, warum sie nicht auf die Bühne geht, hat sie gesagt, weil sie nicht versagen will, ja, oder Angst hat zu versagen. Ja. Und dann meine Frau hat dann entschieden, dass wir das nicht machen. So. Und ich glaube, es war auch richtig, aber ich ertappe mich immer noch dabei, ich dann denke, ich meine, die war 10 Jahre, ich dann denke, Mann, das wäre die Chance gewesen. Aber, ja. Aber das ist ein aufrichtiger Spieltrieb bei Kindern, ist selten. Das ist nicht so häufig. Ich sage immer gerne, man sollte eigentlich immer eher die Eltern casten, bevor man die Kinder castet. Ne? Weil das schon oft auch so ist, dass es die Eltern viel mehr sind, die dann Interesse daran haben, dass die Kinder spielen, als die Kinder selbst. Die ich habe meinen Wunsch weiter. Ja, ich habe viele Filme mit, also viele Kinderfilme. Ne? Wir beide auch zusammen haben Kinderfilme. Caroline und Moritz. Ja, das ist nicht so einfach. Also ein wirklich aufrichtiger Spieltrieb, weil selbst wenn, das macht, ist halt auch anstrengend für so ein Kind. Ich weiß nicht, ich fand das schon cool. 3 Stunden fand ich super. Man darf ja nicht länger als 4 Stunden mit dem Kind arbeiten, aber das wird natürlich auch mal eine halbe Stunde länger. Und ich erinnere auch, dass ich Tage gehabt habe, wo ich so nach Hause wollte und sowas von überhaupt keinen Bock mehr hatte, obwohl ich das geliebt habe, was ich getan habe. Ne? Was soll dein Kind sagen, was eigentlich nicht wirklich einen aufrichtigen Spieltrieb hat? Ne? Das ist, da muss man vorsichtig sein. Also ich würde auch Moritz, besser im Erwachsenenalter anfangen, ist besser. Nee, da müsste man noch mal klären, ab wann man erwachsen ist. Und das ist ein anderes Thema. 18. Wie es im Gesetz steht. Nehmen Sie uns noch einen Moment mit in Ihre Kindheit. Als ich vor 13 Jahren nach Hamburg zog, da war St. Georg eigentlich schon ein sehr hippes Viertel, gentrifiziert. Als Sie mit 8 dahin zogen, da war das was anderes. Da war das offene Drogenszene. Kinderstrich, sehr viele Migranten. Wie haben Sie sich da zurechtgefunden? Sie haben irgendwo mal gesagt, Sie waren der einzige Deutsche, der da rumlief. Der einzige wäre übertrieben, aber ich war in der absoluten Unterzahl als deutscher Junge. Und außerdem, das Problem war aber viel eher, dass ich weder da noch da reingepasst habe. Weil die Deutschen haben gedacht, ich bin ein Ausländer. Und die Ausländer haben gedacht, ich bin Deutsche. Das hatte ich ja von beiden Seiten immer Schläge bekommen. Da musste ich halt gucken, wie ich mich da irgendwie positioniere. Mhm. Aber das ging. Am Anfang war das für mich ungewöhnlich und auch insofern neu, als dass eben Gewalt
was war, was ich gar nicht kannte in meinem täglichen Leben, in meiner Kindheit. Und also davor, frühen Kindheit. Bevor Sie nach Sankt Genau, da waren wir, bin ich ganz behütet groß geworden, in Hofweg in Hamburg, in Uhlenhorst. Da gab es sowas nicht. Und auf einmal wurde eben sowas wie Gewalt zu einem täglichen Ding, womit du dich auseinandersetzen musst, obwohl du damit eigentlich überhaupt gar nichts am Hut hast. Und dann haben Sie die Schläge abbekommen? Ja, das blieb nicht aus. Und selber ausgeteilt? Erstmal nicht, nee. Das hat gedauert. Weil, wie gesagt, ich war in meiner Kindheit und Jugend überhaupt nicht, ich bin überhaupt kein aggressiver Mensch, habe da gar keine Ambitionen, prüge mich überhaupt nicht gerne. Aber irgendwann ging das halt nicht anders. Und so. Sie sagen aber auch, Sie haben was Positives mitgenommen aus diesem Umfeld. Oh, sehr viel sogar, ja. Nämlich? Ja, absolut. Ach, wie soll man sagen? Ich bin halt relativ frühzeitig dann eben, hab Freunde gewonnen, die eben eher aus dem Ausländermilieu, wenn man so will, kamen. Also nicht so viele deutsche Leute, und hab da andere Gepflogenheiten in den Familien erlebt. Du weißt das, du bist auch südländischer Abstammung. Es gibt eine bestimmte Form von Herzlichkeit, eine bestimmte Form von Offenheit, eine bestimmte Form von Familien, also eine Einstellung zur Familie und zur Nähe innerhalb der Familie, die mir persönlich sehr viel gegeben hat und die ich so in deutschen Familien oft gar nicht so prägnant erlebt habe, wie eben können Sie, die Sprache auch ein bisschen dieser Migrantengruppen, die Sie kennengelernt haben? Nur die Flüche, nur Italienisch. Italienisch. Ah, und Zigaretten bestellen? Auf Türkisch meinst du? Oder Italienisch oder Griechisch? Italienisch, spreche ich, aber Französisch auch. Auf Türkisch wäre das Bir Paket Marlboro Lütfen. Uns fallen die erstmal, reicht der Satz, damit man erstmal drauf reinfällt? Nein, das nicht. Aber fluchen geht. Aber das mache ich jetzt nicht. Okay, nein, wir können das auch gar nicht überprüfen. Ja? Vielleicht sind das die nettesten Worte, die Sie sagen. Nein. Wenn Sie, vor 2 Monaten war Bärbel Schäfer bei uns zu Gast, und da haben Sie ihr erzählt in Ihrer Sendung, Ihrer Radiosendung, dass Sie mal eingebrochen sind in ein Geschäft und Turnschuhe geklaut haben. Ja. War das der Einfluss dieser lieben, warmherzigen Menschen, die Sie da kennengelernt haben? Nö, das glaube ich nicht. Das kann man so nicht sagen. Es war einfach, das Umfeld, in dem ich mich damals bewegt habe, das war halt ein Umfeld, wo die Leute nicht so wahnsinnig viel Geld haben. Turnschuhe waren damals, was auch so den Sneaker-Hype, glaube ich, von heute irgendwie ausmacht. Das war einfach das Ding. Wenn du keine coolen Turnschuhe gehabt hast, dann gehörst du halt nicht dazu. Und wir hatten nicht das Geld für die Turnschuhe, also haben wir uns die dann geholt. Und, es war aber dumm, und ich habe sowas auch nicht aufgemacht. War das die eine Nacht im Knast, war das deswegen? Ja, das war aber auch nur deswegen, weil meine Mutter nicht erreichbar war. Okay. Deswegen, man hat sie geschnappt. Ja, die haben uns gepackt, also die haben uns geschnappt bei, wie sagt man, also direkt halt. Ich stand noch so mit der Hand. Ach so, okay. Auf frischer Tat. Halt. Genau, auf frischer Tat, was meine ich. Ja, und dann war keiner da, der uns abholen konnte. Die beiden anderen Jungs, mit denen ich das zusammen gemacht habe, die konnten partout ihre Eltern nicht anrufen, weil die hätten die geschlachtet. Und dann wusste ich, okay, ich habe gesagt, ich mache das mit meiner Mutter, die ist cool. Und die war nicht zu erreichen. Und dann musste ich erst mal, aber es gab da eine Kneipe, da war sie gerne. Da habe ich angerufen. Dann kam sie dann, 2 Stunden später. Hat gesagt, ich nehme die alle mit. Hat sie bestimmt riesig gefreut, oder? Über diesen Umweg. Nee, das war so sehr, ich wusste, dass ich genug Vertrauen zu meiner Mutter haben konnte, dass sie mir den Kopf nicht abreißt und sagt, okay, wusste ich aber auch, jetzt gibt's schon auch ein... Das meinte ich ja, es war... Ja, aber meine Mutter war da sehr pragmatisch. Ich weiß noch genau, am nächsten Morgen hat sie zu mir gesagt, du Moritz, pass auf, du weißt genau, ich bin eine alleinerziehende Mutter. Ich war so, was war, ich war nicht strafmündig, ich war 13,5 oder so. Mhm. Und die meinte, pass auf, Moritz, ich bin eine alleinerziehende Künstlerin. Das ist alles ein bisschen wild bei uns. Deine Noten sind für den Arsch. Du hast nur 5 und 6. Wenn das Jugendamt jetzt zu uns kommt und die gucken sich hier mal um, dann haben wir ein Problem, wir beide. Dann habe ich gesagt, okay. Das hat gesessen? Das hat gesessen, ja. Ja. Ja, weil das stimmte wirklich. Also, und dann wusste ich, okay, wenn du jetzt die Füße nicht stillhältst, dann gibt es Ärger. Und dann habe ich auch keinen Quatsch mehr gemacht. Sie sind seit einiger Zeit auch Produzent, Co-Produzent eigener Filme. Der jetzt als nächstes dran ist, hat den schönen Titel Nur Gott kann mich richten und spielt in dem Milieu, das Sie jetzt beschreiben, nur nicht in Hamburg, sondern in Frankfurt. Und es ist die Geschichte zunächst eines Kleinkriminellen, der aus dem Knast kommt und noch mal ein Ding drehen will, um sich mit seinem Vater ein besseres Leben in Spanien zu ermöglichen. Und daraus schauen wir uns einen kurzen, sehr wilden Ausschnitt an. Gerne. Nur Gott kann mich richten. Als ich den gesehen habe, muss ich sagen, ziemlich brutal. Also mehr als das, was man normalerweise sieht. Es ist ein Genrefilm. Genrefilm heißt?
ein Genrefilm heißt, das ist vor allem, also das ist kein Film, der eine großartig soziale Relevanz, politische Relevanz mit sich bringt oder irgendwas, sondern das ist eigentlich ein Film, der vor allem deswegen gefallen will, weil er emotional unheimlich stark ist, toll gespielt, geile Schauspieler, schnell, atemlos, keine Langeweile und eigentlich... Nee, es gibt keinen, der am Schluss irgendwie als Sieger da rausgeht. Nö, aber das ist ein Film über Antihelden, ne? Und die dürfen dann ja auch nicht wirklich gewinnen. Und es ist ein Film über ja, Antihelden, die eigentlich alle eins gemeinsam haben, nämlich, dass sie das Richtige wollen und das Falsche tun. Und es ist aber gleichzeitig eben auch kein, was in Deutschland dann immer unheimlich schnell passiert. Es ist dann auch kein Pamphlet für, ich weiß nicht was, jetzt reden wir wieder, jetzt schieben wir wieder die 25.000. Diskussion über Migration oder so an. Sondern es soll einfach wirklich nur ein Beitrag zum deutschen Genre-Kino sein, was ich finde, einfach nicht vielschichtig genug ist. Das deutsche Genre auch gehört, ist momentan... Moritz Bleibtreu will einen Migrantenfilm machen. Stimmt das? Quatsch. Das ist, habe ich hier von Migranten für Migranten, habe ich mal gehört. So ein Quatsch. Also, nein, natürlich nicht. Wir machen doch nicht einen Film für die oder für die oder für die. Das ist völliger Quatsch. Das ist ein Film und der ist für alle da. Aber was damit vielleicht gemeint war mit diesem Zitat, mit diesem falschen, ist, es ist kein Film, der, was man oft gemacht hat, der dieses Milieu in Anführungsstrichen, der da drauf schaut und sagt, guck mal hier, wie aus unserer bürgerlichen Perspektive, wir gucken da drauf und guck mal, wir zeigen das euch. Pädagogisch wertvoll. Genau, sondern es ist ein Film, der aus deren Perspektive gemacht ist und logischerweise deswegen auch für sie, aber nicht ausschließlich. Und Sie würden sagen, in der Sprache authentisch? Das kann man, glaube ich, schon so sagen, ja. Freue mich sehr, wenn Sie bald wiederkommen. Ich bin gespannt auf das nächste Projekt.